Damit die Obstbäume der Familie Beker in der Lüneburger Heide viele Früchte tragen, hat Opa Axel etwas Außergewöhnliches ersonnen. Fruchtastbeschwerer. Niemand kann die Wirkung dieser Fruchtastbeschwerer besser erklären als Opa Axel selbst. In dem Moment, wo man die Äste ins Waagerechte bringt, dann wird der Saftstrom minimiert und dadurch kriegen die Äste Angst und fangen an, Frucht anzusetzen nach dem Motto, bevor wir absterben, wollen wir uns noch schnell vermehren. Steinketten als Fruchtastbeschwerer. Genial. Auf so eine Idee kann nur ein echter Steinliebhaber kommen. Ich habe eigentlich schon als kleiner Junge eine besondere Beziehung zu Steinen gehabt. Steine haben mich immer fasziniert. Die ganzen verschiedenen Steinarten, Konglomerate, alles sowas. Mit seiner selbstgebauten Vorrichtung und einem speziellen Diamantbohrer gelingt Axel Beker das Kunststück, Steine mit Löchern zu versehen. So etwas können sonst nur Steinmetze. Die Steine werden dann auf einer festen Kunststoffschnur aufgereiht. Kunststoff deshalb, weil Naturfasern im Freien verrotten. Und dann ballern einem die Steine auf die Birne, prophezeit Opa Beker. Mich hat das immer geärgert, dass man in Obstbäume immer alte Backsteine reinhängt oder Betonklötze. Für mich ist ein Obstgehölz Nutz- und Ziergehölz. Und so kriegt man auch ein bisschen farbige Akzente im Garten. Und das sieht auch im Winter sehr schön aus. Wenn das Laub runter ist, die Bäume kahl stehen, dann hat man plötzlich mal so einen Blickfang, einen farbigen Blickfang im Garten. Vor allem, wenn Schnee liegt und man hat dann auch noch irgendwie mit roten Perlen irgendwas gemacht, dann sieht das wunderschön aus. Da kommt jetzt kein Schlussstein dran, sondern den letzten Knoten. Den verschweiße ich dann einfach. Dann kann der Knoten auch nicht aufgehen. Dabei muss man natürlich immer aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt. So, jetzt ist die nächste Kette fertig. Sieht ja auch ganz lustig aus so.